Ich hätte die Frau erst gelacht, wenn der auch noch hingefallen wäre. Neben all den Luxushotels in Las Vegas einen Wohnwagen-Pension aufzumachen, das ist die neueste verrückte Idee von Sarah Schätzel. Das It-Girl machte vor Jahren in Deutschland Schlagzeilen mit Promi-Affären. In Hollywood wollte die junge Mutter als Schauspielerin durchstarten. Doch ihr Sohn bekam die Diagnose Autismus. Warum genau das der Grund für ihren neuen Plan ist, das hat sie Frank Fastner und Oliver Ziegler erzählt. Mitten in Las Vegas wagt Sarah Schätzel ein besonderes Abenteuer. Ihr altes Leben samt Villa mit Pool tauscht sie gegen etwas Außergewöhnliches. Ich mache ein kleines Mini-Bed and Breakfast auf. Was klein klingt, ist eine große Herausforderung. Ein abgewohntes Haus, riesige Wohnwagen und jede Menge Arbeit. Ist ein bisschen hoch! Sie opfert alles für ihren kleinen Sohn. Luis leidet unter Autismus. Ich lerne extrem viel von ihm jeden Tag. Deswegen, ich würde es mir nicht anders wünschen. Gelingt ihr der Sprung in ein neues Leben mitten in Las Vegas? Las Vegas. Hier fließt das Geld. Casinos und Luxushotels, wo man hinschaut. Nur wenige Minuten von Downtown entfernt erlebt man ein komplett anderes, unglamouröses Las Vegas. Hier treffen wir Sarah Schätzel. Denn genau hier will sie ihr Bed and Breakfast Hotel aufbauen. Ihre originelle Idee? Die Zimmer bestehen aus Wohnwagen. Jeder kostet 15.000 Dollar. Gerade wird der dritte und letzte geliefert. Leichter gesagt als getan. Oh mein Gott, siehst du das? Das sind ja nur wenige Zentimeter. Aber egal wie, der fast 9 Meter lange Trailer passt einfach nicht durch das Tor. Shit. Na, lass uns das beenden. Das wird nicht funktionieren. Wow! Nein, wir sind fertig. Okay, we're done. Wir sind durch damit. Das ist meine Normalität im Moment. Ich habe mich daran gewöhnt, dass wenn nur 50% der Dinge klappen, die ich so plane für den Tag, dann ist es ein guter Tag. Doch viele Tage bleiben ihr nicht mehr bis zur Eröffnung ihres Hotels. In nur 3 Wochen sollen die ersten Gäste einziehen. Für 65 Dollar pro Nacht. Allerdings muss noch viel passieren, bis es soweit ist. Dritter Trailer. So this. Das wird unser Familienwohnwagen. Die anderen beiden sind für 2 Personen. Hier findet auch eine Familie oder eine Gruppe von Freunden Platz. Or a group of friends. Das ist gut hier. Das hier, ich habe da schon neue Matratzen bestellt für alles. Dann kann da ein Mensch schlafen. Da unten können 2 schlafen, wenn man will. Und da hinten 2. Das heißt, für eine Familie mit 2 bis 3 Kindern ist das perfekt. Ein Wohnwagen, um Familien zu beherbergen. Das klingt ja eigentlich so gar nicht nach Sarah Schätzel, dem Partygirl aus der Münchner High Society. Das mit Schlagzeilen wie diesen vor Jahren in aller Munde ist. Und darin war ich auch sehr gut. Das ist ja auch ein gewisses Handwerk. Sarahs zweifelhafter Ruhm führte sie schnell nach Hollywood. Hier wollte die alleinerziehende Mutter vor 3 Jahren die ganz große Schauspielkarriere starten. Doch schlagartig ändert sich alles. Ihr Sohn Luis ist krank. Die Diagnose eine schwere Form von Autismus. Dann musste ich so einen Test mit ihm machen. Die machen halt dann verschiedene Übungen. Und die Frau checkt halt auf der Liste ab, was er kann und was er nicht kann. Und mir war gar nicht klar, was er können sollte. Und er konnte halt all diese Sachen nicht. Und dann habe ich halt angefangen, mit ihr zu diskutieren. Und gesagt, ja, aber er macht doch das so toll und das so toll. Und die hat dann ganz klar gesagt, sie müssen das jetzt verstehen. Der ist nicht irgendwo so gerade mal da an der Grenze. Der ist da schon tief im Spektrum. Es gibt keinen Zweifel. Ein Moment, der Sarahs Leben erschüttert. Ihr kleiner Sohn braucht ihre volle Aufmerksamkeit, mehr als ein gesundes Kind. Ihre Karrierepläne als Schauspielerin gibt Sarah auf. Sie will sich voll und ganz um ihren Sohn kümmern, sagt sie uns. Also erstens mal saß ich halt irgendwann eines Tages zu Hause und wusste, okay, mein Sohn ist Autist. Ich kann nicht mehr einfach ein auf hübsches Mädchen auf dem roten Teppich machen, weil ich nicht mehr einfach reisen kann, wann ich möchte. Und dann musste ich mir überlegen, okay, ich brauche einen Beruf, den ich mehr oder weniger aus meiner Küche schmeißen kann, weil Louis hat halt gute und schlechte Tage und ich will halt mit ihm zu Hause bleiben können, wann immer er mich braucht. Wir müssen aber auch irgendwie unsere Kosten tragen, ne? So kam Sarah auf die Idee eines eigenen Wohnwagenhotels direkt in ihrem Garten. Ohne etwas Luxus geht's natürlich nicht.
Ich habe auch so Sachen bestellt, wie so kleine, weißt du, so kleine Shampoos und Bodylotion und so. Also bei jedem Trailer ist dann so ein kleiner Geschenkkorb drin, so wie du es im Hotel halt hast, in den besseren Hotels. Und natürlich das Allerwichtigste ist, dass die natürlich draußen total kitschig angemalt werden. Das ist ja für mich das Allerwichtigste. Man kann ja das überhaupt nicht starten. Die ganze Firma kann nicht gestartet werden, bevor die Trailer hellblau sind. Da habe ich halt Prioritäten. Loch in der Wand kann ich mitleben, aber hässliche Trailer, nein. Rund 140.000 Euro hat sie gespart, um ihren eigenwilligen Traum zu verwirklichen. Verdient hat sie das Geld in einer Eventagentur und mit Büchern über ihre Essstörung. Damit alles schnell fertig wird, hat Sarah sich männliche Unterstützung geholt. Doch ihre Jungs, wie sie sie nennt, sind keine gewöhnlichen Bauarbeiter. Raub, Diebstahl, Drogen. Jeder von ihnen hat eine kriminelle Vergangenheit. Ich habe diese Kuchen besorgt. Es ist aber leider nicht euer Lieblingskuchen. Den gab's heute nicht. Du musst was essen. Du bestehst darauf? Ich bestehe darauf. Dankeschön. Bitteschön. Durch einen Freund wurde sie auf ein Rehabilitationsprogramm aufmerksam, bei dem Freigänger und Ex-Drogensüchtige die Chance bekommen, wieder zurück ins Leben zu finden. Bei Sarah beziehen sie ein richtiges Gehalt und nicht nur das. Jetzt habe ich also meine kleine Truppe und ich fahre mindestens einmal am Tag fahre ich mit denen zum Drugtest und dann fahren wir halt zur Therapie und dann gehen wir zum Gericht und dann muss ich vor dem Richter sagen, wie die sich so machen, ne? Und einmal die Woche koche ich halt dann groß Abendessen für alle, weil die meisten dieser Jungs hatten seit Jahren kein hausgemachtes Essen mehr für sich, weil sich auch keiner für die interessiert hat. Die haben entweder auf der Straße gelebt oder waren im Knast. Und das hat so eine eigene Dynamik entwickelt und ich mag das gerne. I call Sarah Mom. Wir nennen Sarah Mutter. Sie hat eine echt soziale Ader. Sie sorgt für unser Wohl und kümmert sich. Sie ist eine echte Mary Poppins. Seit ich sie kenne, ist mein Leben wirklich besser geworden. Die fürsorgliche Mama Sarah glaubt ganz offensichtlich an das Gute in den Menschen, die sie umgeben. Nicht ungewöhnlich, dass sie einen ihrer Mitarbeiter vom Gericht abholt. Der ex-drogenabhängige Brandon musste bei einer Richterin vorsprechen. Warum hat das so lange gedauert? Was ist passiert? Heute war jeder in Schwierigkeiten, außer mir natürlich. Du weißt, wie es ist, wenn jemand was falsch gemacht hat, spricht sie mit ihm endlos. Ja, ich weiß. Sind welche ins Gefängnis gekommen? Ja, auch einer meiner Freunde. Oh, okay. Er hat mir erzählt, dass er am Wochenende betrunken war und solche Sachen halt. Brandon hat angefangen, Drogen zu nehmen mit 12. Also Hardcore-Drogen mit Kokain und alles mit 12 Jahren. Und hat ein paar Mal versucht, clean zu werden in seinem Leben und ist halt jetzt das erste Mal richtig erfolgreich damit. Gemeinsam mit Brandon geht es zurück zur Baustelle, denn hier gibt es wenige Wochen vor der offiziellen Eröffnung noch viel zu tun. Auch an dem Haus, in das Sarah mit ihrem Sohn einzieht, direkt neben den Wohnwagen. Das einzige Partygirl scheut sich nicht, selbst mit anzupacken. Also es ist ein uraltes Haus und ich habe ja in meinem Leben noch nie irgendwas renoviert zuvor. Ich habe meinen eigenen Fliesenboden gelegt. Hat 4 Tage gedauert, okay. Aber ich habe es gemacht. Und dann habe ich mein Bad gefliest und dann habe ich angefangen, einen Zaun zu bauen. Okay, warte mal. Das ist ein bisschen hoch. No, the thing is, nobody's... Machst du da gerade was dran? Ihre große Stärke, Sarah ist hartnäckig. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kämpft sie dafür. Letztlich ergibt sich auch die widerspenstige alte Klimaanlage dieser Willenskraft. Okay. Dann habe ich ja auch immer die 3 Jungs mit mir dabei. Die wissen auch nicht so wirklich, was zu tun. Aber wir schauen halt dann notfalls zusammen, schauen wir ein YouTube-Video, wie hängt man Küchenkabinetts auf. Dann machen wir es halt. Bei all dem Baustress hat einer immer Priorität, Sohn Luis. Nach Kindergartenschluss ist Sarah nur für ihren 4-Jährigen da. Es ist zu warm für die Jacke. Es ist zu warm. Too warm. It's too hot. Ja, zu heiß. Meine Aufgabe als Mama ist, 24 Stunden am Tag die Mauer zu sein zwischen der harten Realität und dieser schönen Welt, dieser heilen Welt, in der er lebt, wo alle Leute gleich sind, wo alle Leute Familie sind, wo alle Tiere Familie sind.
Sarah wirkt auf uns wie eine Einzelkämpferin. Louis' Vater hat Sarah direkt nach der Geburt verlassen. Die 29-Jährige ist auf sich allein gestellt, hier, mitten in Las Vegas. Circa 150.000 Hotelzimmer gibt es bereits. Hat eine weitere, wenn auch originelle Unterkunft hier überhaupt eine Chance? Das ist ja ein ganz anderes Nischenangebot. Ich konkurriere ja nicht mit einem 5-Star-Hotel, sondern es ist ja für Leute, die absichtlich nicht im Hotel wohnen wollen. Diese Hotels sind ja absolut kinderunfreundlich, tierunfreundlich, alles Mögliche. Also es ist ja nicht so, dass jeder unbedingt in einem dieser anonymen Riesentempel schlafen möchte, wo du schon mal 2 Stunden für Check-in und Check-out brauchst. Ich bin da auch nicht gerne. Sarah glaubt fest an ihren Erfolg. Doch einige Wochen später steht Sarahs Welt schon wieder Kopf. Auf der Baustelle herrscht nur noch Chaos. Wenige Stunden bevor die ersten Gäste kommen. Ich kriege hier ganz mixed messages die ganze Zeit. Also verschiedene Ansagen. Ja, verschiedene Ansagen. Ich denke, ihr solltet mal kommen. Irgendwas stimmt nicht. Wird Sarahs Wohnwagenhotel rechtzeitig fertig? Neustart oder Fiasko? Das sehen Sie morgen, hier bei Punkt 12. So, wait, let me see how much we have to... Das Dschungelcamp als Konfrontationstherapie.